klingt wie die unendliche Geschichte, wenn es um die Recyclinganlage in Naundorf geht. Das Drama fing an, als der damalige Eigentümer 2012 verstarb. Nach langem Hin und Her einigen sich Landkreis und Land, die Anlage zu räumen. Frank Puschendorf, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Teuchern, erklärt uns im Interview, was genau dem Land und was dem Landkreis gehört. Wir haben auf diesem gesamten Gelände zwei Gesellschaften sitzen, die BMG und die SVG, und beide haben etwas mit der Entsorgung von Müll zu tun gehabt. Die eine Gesellschaft gehörte in der Kontrolle zum Land, also dort wurden Dinge hergestellt, die als sogenannte Ersatzbrennstoffe verwertet werden konnten, und die andere Gesellschaft war kontrolliert worden durch den Burgenlandkreis, weil hier es um Abfallprodukte ging und Abfall wurde hier sozusagen bewegt und auch sortiert. Das sind die beiden Hauptgesellschaften, die sich hier drauf befanden und dementsprechend auch unterschiedlich die Probleme sind. Wir befinden uns hier auf dem Gebiet, wo Zuständigkeit des Land ist, also sprich das Landesverwaltungsamt, der Kontrolleur dafür war. Seit 2014 hat der Burgenlandkreis über 1 Million Euro zur Beräumung der Anlage ausgegeben. Und dennoch ist nicht alles verschwunden. Laut Angaben des Landkreises müssen noch weitere 500 Tonnen beräumt werden. Doch wann wird nun der restliche Müll verschwunden sein? Also terminlich kann ich das nicht sagen, aber weil es einer Ausschreibung bedarf. Aber diese Abfälle, die dort lagern, derer wird sich der Burgenlandkreis annehmen. Wir rechnen mit ungefähr 500 Tonnen, also eine kleine Menge im Verhältnis zu den riesigen Mengen, die wir dort bisher schon abtransportiert haben. Und der Ärger geht weiter. Circa 50 Einsätze hatte die Feuerwehr Teuchern auf der Anlage zu leisten. Die Kameraden und Kameradinnen erhofften sich, dass wenigstens ein Teil der Kosten für die Ausrüstung durch das Land getragen wird. Nun gab es vom Land eine schriftliche Absage. Eine Übernahme der Kosten wurde demnach geprüft. Im Ergebnis jedoch in Ermangelung einer entsprechenden Rechtsgrundlage verneint. Der stellvertretende Stadtwehrleiter Marco Föhlisch erläutert uns, wie er die Absage aufgenommen hat. Offen und ehrlich gesagt, das ist ein Schlag ins Gesicht für uns als Feuerwehren, weil wir haben die Bitte an unseren Ministerpräsidenten gerichtet, sich an den Kosten für die Vielzahl an Einsätzen, die hier geleistet wurden, von der Einheitsgemeinde Stadt Teuchern die Kosten zu übernehmen oder sich dran zu beteiligen. Die Kameraden haben eine Vielzahl an Stunden hier geleistet in ihrem Freizeit- bzw. in Lohnersatzkosten, die gezahlt werden müssen. Und es wurde sich in ganzer Weise irgendwie darauf hin bezogen, dass man uns eine Unterstützung gewährt, beziehungsweise sind sie ja als Kameraden mehrfach bestraft worden, indem die Freizeit erstens weg ist, die Einsatzkosten beglichen werden müssen und diese Kosten natürlich auch finanzielle Mittel aufgefressen haben, die nicht zur Verfügung stehen, um anderweitige Beschaffungsmaßnahmen durchzuführen. Und die Einsätze der Feuerwehr sind keinesfalls billig. Allein die letzten beiden Einsätze werden auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Und auch Frank Puschendorf hätte sich gewünscht, dass das Land wenigstens ein symbolisches Zeichen nach Teuchern sendet. Wir hätten uns gewünscht, dass hier eine Maßnahme durch das Land gemacht worden wäre, und wenn es eine symbolische Maßnahme gewesen wäre, dass man gegenüber uns als Stadt dieses Zeichen gesetzt hätte. Doch kampflos möchte man sich in Teuchern nicht geschlagen geben. Vielleicht kann ja doch noch ein Kompromiss gefunden werden und die unendliche Geschichte findet dann doch noch einen guten Abschluss.